Stalingrad, Januar 1943. Das Trauma des deutschen Ostfeldzuges. Ein halbes Jahr dauert die Schlacht. Dann ist eine Armee vernichtet und eine Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Mama und ich haben das Wort Stalingrad im Leben nicht mehr erwähnt. Niemals mehr. Mit dem Sieg über die Stadt Stalins wollte Hitler den Endsieg vorwegnehmen. Mit der Niederlage kündigt sich nun das Ende seines Reiches an. Wenn man sich so Gedanken gemacht hätte, richtig, dann wäre, wenn wir das Stalingrad genommen hätten, dann wäre das ja noch lange nicht zu Ende gewesen. Über 150.000 deutsche Soldaten sterben im Kessel von Stalingrad. Die Toten auf sowjetischer Seite werden nicht gezählt. Das Leid der Zivilbevölkerung wird bis heute verschwiegen. Dieser Krieg zeigte sich gerade darin, dass du weniger wert bist als jeder Käfer. November 1942, 5 Uhr früh. 1 Million Rotarmisten stehen zum Angriff auf die deutschen Stellungen bereit. Mit einer weit ausholenden Zangenbewegung soll Stalingrad umfasst werden. Die 6. Deutsche Armee droht, eingekesselt zu werden. Vor wenigen Minuten hat nach einem Trompetensignal ein großes Artillerietrommelfeuer begonnen. Ich bin überzeugt, dass jetzt der große Angriff, auf den wir warten, losgeht. Und daraufhin ging ich in das Nachbargebäude zum Chef des Stabes, dem General Schmidt, weckte ihn und sagte: Herr General, nach allem, was Stöck meldet, ist der Angriff auf Kletskaya, diese Gegend, auf die rumänische Nachbardivision losgegangen. Und dem folgte der russische Angriff mit Panzern und mit Infanterie, der ja dann praktisch in kurzer Zeit zu einem Durchbruch bei den sich tapfer wehrenden, aber unglaublich schlecht bewaffneten Rumänen erfolgte. Nach wenigen Stunden schon bricht der Widerstand bei den an den Flanken aufgestellten rumänischen Divisionen zusammen. Wer nicht in sowjetische Kriegsgefangenschaft gerät, dem bleibt nur eins, die Flucht. Da kamen die Rumänen angelaufen. Und da war für uns klar, also jetzt geht's rückwärts, vorwärts nimmer. Einen halben Tag dauert es, bis das deutsche Hauptquartier das Ausmaß der sowjetischen Offensive erkennt. Doch da ist es längst zu spät. Nach 5 Tagen ist die Rote Armee am Ziel. Bei Kalatsch am Don vereinigen sich die 2 sowjetischen Heeresgruppen. Die deutsche Armee ist umzingelt. Jetzt können sie nicht einmal mehr zurück. Unsere marschierten ein. Die Deutschen waren schon weg. Aber unter den Bewohnern gab es einige, die im Dienste der Deutschen gestanden hatten, die auf der Seite der deutschen Truppen dienten. Zum Beispiel als Dorfälteste, manche sogar mit Waffen. Solche hatten damals hier den Nachbarn erschossen, unsere Leute, Russen. Die Bevölkerung hasste sie. Mehrere dieser Polizeisky wurden auf der Straße dort erschossen. Man ließ sie absichtlich liegen, 1 Monat lang, bestattete sie nicht und alle, die an ihnen vorbeigingen, spuckten aus und verfluchten sie. Das erste befreite Kriegsgefangenenlager.
Wer noch laufen konnte, den haben die Deutschen mitgenommen. Für die meisten der Zurückgelassenen kommt jede Hilfe zu spät. Nur 2 von 89 leben noch. Die anderen sind verhungert oder erfroren. Wir пошли дальше в эти отсеки. Заходим, идем под ногами. Wir gehen weiter durch die Blöcke, treten ein und spüren unter den Füßen etwas Weiches, Glitschiges, mit Stroh bedeckt. An einer Wand sitzen 2 Figuren, 2 mit Haut überzogene Skelette. Sie schweigen, sprechen nicht einmal mehr. Wir fanden heraus, dass sie auf toten Kameraden saßen. Das erschütterte mich als Arzt zutiefst. Und was man auch immer über Deutsche sagte, mein Verhältnis zu ihnen hatte sich sofort verändert. Die 6. Armee in Stalingrad. Umzingelt, aber nicht besiegt. Immer mehr Soldaten schickt die Rote Armee über die Wolga in den Kampf. Jedes Mal, wenn ein Schiff die Überfahrt wagt, eröffnet die deutsche Artillerie das Feuer. Unter diesem massiven Feuer der Faschisten die Breite und Tiefe Wolga überqueren und sofort in den Kampf. Nachts. Man sieht nichts und weiß nicht, wo ist was. Mit lebendigem Leib warfen wir uns ins Feuer und ebneten uns so den Weg. Allmählich erst begreifen die im Kessel gefangenen Soldaten den Ernst der Lage. Es begann ja gleich nach der Einkesselung das Gericht, wir werden rausgehauen. Und die Armee, das war bei uns, bei der Truppe bekannt, wird durch Generaloberst Hott rausgehauen. Also das wurde immer wieder in die Truppe reingetragen. Verbissen wird weiter um jeden Meter gekämpft. Чтобы у вас не было представления. Damit bei Ihnen nicht die Vorstellung von diesem Krieg sei, wie etwa von einer Schlacht zweier Helden. Hier der sowjetische Held, da der deutsche. So nicht. Das allerstärkste Bestreben eines jeden Soldaten und Offiziers in diesem Kampf war, sich ganz tief in die Erde einzugraben, sich so tief wie möglich zu verstecken und nur die Waffe rauszuhalten. Als ein russischer Infanterist mit der MP vor mir stand und sagte, Ruki Vyaj, also Hello. Und ich hatte bloß meinen Karabiner. Da habe ich gesagt, er oder ich. Und ich habe abgezogen. Das war das erste und einzige Mal. Ich habe mich erschossen. Das nimmt einen den Atem weg. Das nimmt einen den Atem. Ein Scharfschütze hat sie erschossen, auf hinterhältige Weise. Er schoss einen Soldaten an und wartete auf unsere Sanitäterin. Niemanden ließ er an den verwundeten Soldaten, tötete ihn aber auch nicht. Wurde der Verletzte still, schoss er und der Soldat fing wieder an zu stöhnen. Schließlich war Sina, so hieß sie, mit ihrer Geduld am Ende und kroch heran, um zu helfen. Da wurde sie erschossen. Unten drunter
waren eigentlich Räume, Kellerräume von denen. Und da saß der Russe drin. Also man kriegte den nicht von so, den musste man von so. Und von der Seite kamen wir ja nicht ran. Nicht so, dass wir praktisch damals moralisch so fertig waren, dass wenn einer einen Forts losließ, wir uns volle Deckung nahmen. Ne? Tagelang, manchmal wochenlang, liegen sich immer dieselben Soldaten in ihren Stellungen gegenüber. Als die Deutschen uns noch überlegen waren, riefen sie immer Iwan Gluck Gluck in die Wolga. Und wir riefen zurück, vergiss es. Nun waren wir in eine Werkhalle vorgedrungen und auf Deutsche gestoßen, die dort hinter Maschinen lagen. Es war still. Man konnte nirgendwo hinschießen. Und wie es manchmal so ist, die deutschen Truppen waren zu der Zeit schon im Kessel, der Ring war geschlossen, wechselten wir ein paar Worte. Ich verstand etwas Deutsch. Und der Gegenüber erzählte mir, dass er Arbeiter war, eine Familie zu Hause hatte, zwei Kinder, eine Frau, die Mutter. Und er sagte, uns reicht's mit dem Kämpfen. Die wenigen in der Stadt verbliebenen Kinder verkriechen sich in der Kanalisation, in selbstgegrabenen Erdbunkern oder Kellern. Du sitzt im Keller und empfindest dich selbst als dermaßen Nichtiges. Nichts hängt von dir ab, absolut nichts. Ob du am Leben bleibst oder nicht, ein widerliches Gefühl, Hilflosigkeit. Absolute Hilflosigkeit. Dieser Krieg zeigte sich gerade darin, dass du weniger wert bist als jeder Käfer. Einmal kroch ein Soldat in unsere Erdhöhle und bat um Wasser. Wir hatten es tropfenweise gesammelt und nur Schlückchen getrunken. Den ganzen Tag musste man auf die Nacht warten. Niemand holte es uns und ob man vom Ufer zurückkehrte. Er bat also um Wasser. Mutter reichte es ihm. Er nahm nur zwei Schluck. Er wusste, dass es für uns Kinder war. Und dann kroch er weiter. Am Ufer kam er irgendwie auf eine einsehbare Stelle. Da traf ihn eine deutsche Kugel. Er war sofort tot. Wir weinten bitterlich. Hitler in seinem Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen. Er verbietet General Paulus den Ausbruch aus dem Kessel. Stalingrad muss um jeden Preis gehalten werden. Aus der Luft soll die eingeschlossene Armee mit Lebensmitteln und Munition versorgt werden. 300 Flüge pro Tag sind dafür mindestens nötig. Doch nur 30 kommen im Schnitt durch. Die anderen hält der Frost am Boden. Oder sie fallen der sowjetischen Flak zum Opfer. Zunächst hat man noch ein gewisses Vertrauen gehabt, aber das richtete sich ja bald, als man merkte, der Nachschub kommt nicht so, wie er sollte. Man hat dann neue Hoffnung geschöpft, wie die Gruppe Hoth von Süden zum Entsatz ansetzte. Das aber kam ja nicht durch, bis auf 40 Kilometer ran. Nicht? Ja. Wintergewitter heißt die Operation, mit der sowjetische Ring gesprengt werden soll. Von Südwesten dringt die 4. Panzerarmee unter General Hoth Richtung Stalingrad vor. Ja, wird's nun was? Wann wir nun rausgeholt? Brechen wir nun aus? Und, ne? Also das kursierte natürlich sehr verbreitet und das hat uns immer wieder, sagen wir mal, in einer gewissen Weise
Mut gegeben, durchzuhalten. Ne? Weil wir dachten, Mensch, letztlich werden sie uns nicht im Stich lassen und deshalb musste dich am Leben erhalten und musst bis zur letzten Patrone kämpfen, weil es möglich ist, doch noch rauszukommen. Da waren die Fahrzeuge, wurden schon alle auf Reihe gestellt und beladen und die Verwundeten wurden schon alle bereitgestellt, die aufgeladen werden sollten. Und wir hatten uns schon so richtig gefreut, dann hieß es immer die Parole, haltet aus, Mannstein, haut euch raus. Nicht? Der Mannstein sollte uns, wir hatten das ja auch gehofft. Uns haben sie auch gesagt, man hört es schon, die schwere Artillerie. Und die Leute hatten schon Halluzinationen zum Teil. Die hörten Kanonenfeuer, Mündungsfeuer und sagten, ja, das ist ein angreifender Stuka-Verband. Nicht wahr? Der Wunsch war ja der Vater des Gedankens. Stalin ist ungeduldig. Er will die 6. Armee vernichten, so schnell wie möglich. Doch General Zhukov ahnt die Gefahr und plädiert dafür, sich zunächst auf Hoths neu formierte Panzerarmee zu konzentrieren. Nach 4 Tagen steckt Hoths Angriff fest. Nur 7 Tage später erhält er den Befehl zum Rückzug. Die 6. Armee ist verloren. Es ist der 23. Dezember. Ein Tag vor Weihnachten. Da gab es den Gefrierfleischorden. Kennen Sie den Ausdruck? Das war schwarz-weiß-rot, ja? Schwarz der Tag, weiß der Schnee, zu beiden Seiten die rote Armee. Und das war so. Und wehe, wenn sie das mal sagten, nicht? Dann wären sie ja gleich abgeholt worden. Das durften sich gar nicht erlauben. Wir hatten natürlich auch versucht, im Kessel die Stimmung nicht dauernd niedrig zu halten, sondern zu sagen, also Jungs, wir müssen durchhalten und vielleicht schaffen wir es und so weiter. So gut es geht, richten sich die Lanzer in ihren Unterständen ein. Ich kann mich erinnern, war auch noch ein katholischer Pfarrer, war auch noch bei uns. Ich bin zwar nicht katholisch, spielt auch keine Rolle. Kerzen war vorhanden. Hat natürlich über das nahe Ende irgendwie gesprochen, ist klar, die Heimat. Da kam der Pastor, nicht, und hatte eine Feldpredigt gehalten. Haben sie die Einheiten alle da, die da noch in der Nähe waren, die mussten da alle hin, oder sollten da hin, und kamen auch, nicht, also alle. Da noch wieder Hoffnung hatten und geglaubt haben, nicht. Ja, der Feldprediger hat dann da die Rede gehalten da. Und ich weiß nicht, ob die Russen das nur gewusst hatten oder was. Mit einmal ging ein Trommelfeuer los, nicht, auf unsere Stellung da, nicht. Die Deutschen feierten irgendein religiöses Fest. Und in dieser Zeit kämpften sie nicht. So hatte ich Zeit zum Dichten. Vorwärts, Gardisten, sei gegrüßt, Stalingrad. Die Lippen schmerzen vom Wolga-Wind. Kämpfe im Traktorenwerk, auch in Barrikade. Schornsteine, wie Dickicht in der Ödnis. Leuchtraketen hängen als weiße Bälle darüber. Und dann kam dann ja die Verlockung zur Übergabe oder zum Überlaufen, nicht? Die Russen, die verteilten ja immer die Flugblätter, Passierscheine, war das, nein, stand drauf. Mit diesen Scheinen bist du berechtigt, die russischen Linien zu übertreten. Und dann haben sie uns ja versprochen alles, da Verpflegung, warme Unterkunft vor allen Dingen.
Und dann, es sind ja viele, haben das gemacht, sind ja übergelaufen dann auch. Nicht? Es kamen auch wieder verschiedene zurück. Die haben das zurückgeschickt und haben gesagt, kommt drüber, uns geht's gut da drüben. Dann, nicht? Die sollten uns dann holen. Nicht? Und dann abends und nachts immer dieses monotone Lautsprecher. Das war das Fürchterliche auch dabei. Nicht? Alle, weiß nicht, 60 Sekunden war, stirbt ein deutscher Soldat. Immer wieder in gewissen Abständen. Nicht? Das neue Jahr bricht an. Über 6 Wochen halten die Deutschen jetzt schon aus. Doch die Zustände im Kessel werden schlimmer. Immer wieder schickt die Rote Armee Parlamentäre über die deutschen Linien mit der Aufforderung zur Kapitulation. Bedingungslos und ultimativ. Doch das deutsche Oberkommando weigert sich, die Briefe auch nur in Empfang zu nehmen. Unverrichteter Dinge kehren die Parlamentäre zurück. Als ich wieder draußen war mit der abschlägigen Antwort, die ich erhalten hatte, verband man mir erneut die Augen. Und ein Offizier führte mich an ihre vorderste Linie. Dort nahm man mir das Tuch ab und ich sah, wie einer unserer ersten Panzer, ein T-34, bereits von der Balka des Zaritsa-Flusses durch einen Obstgarten auf seine Ausgangsposition zog. Da habe ich mich natürlich beeilt, um unsere Linien so schnell wie möglich zu erreichen. Januar 1943. Das Donnern von 7000 Geschützen leitet eine neue sowjetische Offensive ein. Auf immer engerem Raum werden die deutschen Truppenteile zusammengedrückt. Vom Don, aus der Steppe immer nach Osten, rein in die zerstörte Stadt. Aufgrund der Situation haben wir alles stehen und liegen gelassen, nur die Handfeuerwaffen und das persönliche Zeug, und dann ging es auf Stalingrad zu. Heute frage ich mich immer wieder, was wir dort gesucht haben, nicht? Denn das hätte uns auch niemand auf. Wir haben immer angenommen, alles flutete zurück nach Stalingrad. Stalingrad, das war ja wie in einer Psychose alleine, nicht wahr? Kämpfende Truppe gab es so gut wie nicht mehr. Es gab ja auch keine Munition. Da haben sich die Lanzer auf die LKWs und den Kotflügeln da vorne drauf gerümmelt. Dann können Sie sich vorstellen, bei 15 Grad und 20 Grad Kälte sind die Hände klamm geworden. Da sind die abgerutscht vom Kotflügel und daneben fuhr der Panzer. Hunderte von Menschen, die zermalmt wurden, auf dem Rückmarsch nach Stalingrad rein. Und da komme ich an einem Infanteristen vorbei, der hatte einen dicken Mantel an und so weiter, aus der Nase gefrorene Zapfen raus, überall vollgehängt, ja. Und da sagte er zu mir, Kamerad, ich habe solchen Hunger, hast du mal was zu essen? Und dann nahm ich dann meine Reserve raus, 2 große Scheiben Knäckebrot, brach ein halbes ab und sagte, ja, hast du. Dann zieht er seine Hände raus, sagte, ich kann das ja nicht mehr halten. Konnte er auch nicht. Die Hände waren so gefroren. Und da habe ich Folgendes gemacht. Da habe ich stückweise in meinen Mund gesteckt, mit Speichel angefeuchtet, durchgerührt und ihm in den Mund geschmiert. Damit er, und da sagt der Kamerad, wie kann ich dir danken? Die Luftbrücke funktioniert immer schlechter. Das Landen im Kessel wird fast unmöglich. Da wurden noch vereinzelt Verpflegungsbomben abgeworfen. Und abends begann eine Schießerei. Jeder wollte die Verpflegungsbombe haben. Ja, da sind auch noch eine Reihe Soldaten gefallen, ne? Weil die eine Einheit und die andere Einheit eben unbedingt die Verpflegungsbombe haben wollte. Oft landeten sie nicht bei den Deutschen, sondern bei uns. Da gab es Lebensmittel, verschiedene Konserven, alles gab es, sogar Wein.
Da ging es uns gut. Fünf Tonnen Bonbon. Dann Ladungen, Kisten mit Parfum. Was die Lanze damit Sachen machen wollten, das ist keiner klar geworden. Unsinnigerweise, das wurde damals erzählt, ich habe das mal für unglaubliche Parole gehalten, aber habe mich dann doch ans Besseren überzeugen müssen, dass es etwas Schlechteres, nämlich eine Kiste ist angekommen mit Kondomen. Die Brotration beträgt nun weniger als 200 Gramm pro Tag. Hunger und Frost sind erbarmungslos. Viele, viele, wie wir nun nichts mehr zu essen hatten, die letzten Tage. Da sind ja unsere Soldaten in diese Häuser gegangen, wo noch Zivilisten wohnten. Und haben noch alles ohne was zu essen war. Haben sie den auch noch weggenommen, Dani. Около вокзала железнодорожного. Am Bahnhof standen Waggons mit gesalzenem Rindsleder. Dieses Leder brachten wir nach Hause. Wir räucherten es, schnitten es in Stücke und kochten es, das Leder. Nur so gelang es uns, besonders in der letzten Zeit, durchzuhalten. Soll ich Ihnen eine Sache erzählen? Ich habe zum Beispiel eine Gruppe gesehen, die von einem frisch Gefallenen die Oberschenkel abgeschnitten haben und sich ein Stück Menschenfleisch gebraten haben vor Hunger. Ja, das habe ich einmal gesehen. Während die Lanzer hungern, verharrt die Führung der 6. Armee in Tatenlosigkeit. Paulus wagt es nicht, sich über Hitlers Befehl hinwegzusetzen. Aber ernsthaften Widerstand leistet seine Armee schon lange nicht mehr. 26 Brote mussten zwei Kanoniere, zwei Jefreiter von uns, zur Infanterie nach Marinowka bringen, in zwei Säcken verpackt. Jetzt hatten die so einen Brasshunger, Brass, Gänseausdruck, ja. Solchen Hunger machen einen Sack auf und jeder schneidet sich eine Scheibe ab. Wer das verraten hat, weiß ich nicht. Jedenfalls kommen die an und da sagt er zu denen, ihr habt euch Brot geklaut, ihr werdet sofort verhaftet. Die haben doch Leute erschossen, noch ein paar Tage bevor wir gefangen genommen wurden, wurden noch Exekutoren ausgeführt. Ja. Ich hab's knallen gehört auch, nicht? Da hieß es, werden exekutiert, nicht? Und das Schönste war auch noch, wir hatten Musikkapellen da, nicht? Wir hatten eine Musikkapelle, die spielte in den deutschen Märsche noch am Platz da, nicht? Ein paar Tage vor der Gefangennahme. Man ist ja in der Situation sehr apathisch, muss ich sagen. Schicksal ergeben. Sowieso geschwächt durch Mangel an Ernährung. Bekam etwas Fieber dazu. Ich war schon drauf und dran, ich hatte eine Pistole bei mir, mich zu erschießen, weil ich dachte, das hat keinen Zweck. Kommst du doch nicht durch. 12. Januar. Ritterkreuzträger Winrich Beer macht sich auf zum Flug aus dem Kessel. Er soll Hitler einen ungeschönten Bericht über die Zustände in Stalingrad erstatten. Diese Division, die 12.000 Mann groß gewesen waren, waren noch ein, verzage nicht, du Häuflein, ein Haufen von ein paar hundert ausgemergelten, verhungerten Leuten, die nur in der Furcht, dass das andere Übel, bei den Russen als Gefangene zu landen, noch schlimmer war,
aushielten und natürlich auch mit der eigenen Pflichterfüllung, hier sind wir und wir können jetzt nicht rüberlaufen, wir haben eine Familie und wir haben noch unser Vaterland zu verteidigen und sowas. Das waren die Haltepunkte, aber am Schluss waren die doch auch in einem Zustand, was ich dem Führerhauptquartier auch gesagt habe, dass es doch schon, was viel bedeutete damals, es gab schon den einen oder anderen Überläufer von der deutschen Seite, was viel bedeutete, zu Russen überzulaufen und zu den Asiaten. Der Flugplatz Gumrak am Stadtrand von Stalingrad wird für viele zur letzten Hoffnung. Doch nicht einmal alle Schwerverletzten können ausgeflogen werden. Der sagt, komm, ich habe einen Bauchschuss. Mir geht's sehr, sehr, sehr schlecht. Ich habe aber hier die rote Marke, so ein roter Abschnitt, rot an Seiten, also ganz roter Streifen. Ich hatte eine Feldblutung dran. Sagt er, das ist schon mein Marschbefehl mit dem Flugzeug raus. Aber er sagt, du, ich schaff das nicht mehr. Ich kann ja nicht mehr laufen. Ich muss laufen. Das kann ich nicht mehr. In dem Moment kommt der Oberstaatsanwalt, wir brauchen 8 Mann für einen Heikelbomber. Da gibt er dem Arzt den Schein und sagt, der Oberschnäpser fliegt für mich. Können Sie sich sowas vorstellen? Das macht ein deutscher Offizier. Kann man nicht begreifen. Und dadurch bin ich dann rausgeflogen, ja. In den Fahrgestell, da haben sie sich eingehangen. An der Treppe haben sie sich eingehangen. Mit den Füßen muss es darauf treten, damit sie sich wieder loslassen. Es war grausam. Alle wollten sie mit, das war die einzige Rettung. Wir konnten das gar nicht begreifen. Es war schlimm für uns, das mit anzusehen. Und groß helfen konnten sie nicht. Hast du angefasst, dann haben sie aufgebrüllt vor Schmerzen. Und dann musstest du ja auch nur noch so machen, diejenigen, die nun also reingekommen sind, die musstest du dann auch nur sagen, ihr müsst euch festhalten, es darf beim Start keine Verschiebung des Gewichts geben, dann stürzen wir ab. Wo sollen sie sich festhalten? Gegenseitig Rücken an Rücken, mit den Füßen irgendwo unten gegengestimmt und überall versuchen. Die haben ja alles gemacht, Hauptsache, die haben sich umarmt. Um festzuhalten, nur damit recht viel reinkam. Gewinnt eine der fast immer überladenen Maschinen nicht schnell genug an Höhe, ist sie ein leichtes Ziel für die sowjetische Flak. Und dann, Ende Januar, muss der letzte Flugplatz ganz aufgegeben werden. Der Kessel wird immer kleiner. Am 30. Januar dringen sowjetische Soldaten ins Stadtzentrum vor. Hier in einem zerschossenen ehemaligen Kaufhaus hat Friedrich Paulus seinen letzten Befehlsstand. Kurz zuvor erst ist er von Hitler zum Feldmarschall ernannt worden, da wird er gefangen genommen. Hören Sie, ein Feldmarschall. Als ich das Wort hörte, Feldmarschall, überlegte ich sofort, ich hatte ja unsere Führung darüber zu informieren, wer bei uns in der russischen Armee ein Feldmarschall war. Kutuzov. Er war sowas damals in der russischen Armee. Ich meldete also den Brigadekommandeur, indem ich schon dieses Wort Feldmarschall verwendete. Paulus lag auf so einer Pritsche. Seine Uniformjacke hing über dem Stuhl, über dem Sessel. Er erhob sich etwas, setzte sich auf. General Roske sagte mir, dass er, Paulus, die Armee nicht mehr befehligte, aber dass er mich bittet, meinen Kommandeuren zu überbringen, jemand vom Frontoberkommando solle kommen.
Erst dann wäre Paulus gewillt, Gespräche über alles Weitere zu führen. Wenige Stunden nach der Gefangennahme. Diese Bilder dokumentieren der Welt Stalins Triumph. Hitler ist außer sich vor Wut. Der Mann hat sich totzuschießen. Ich verstehe das überhaupt nicht. So viele Menschen müssen sterben und dann geht so ein Mann her und besudelt in letzter Minute noch den Heroismus von so vielen anderen. Nur 90.000 Mann sind noch geblieben. Von fast 300.000. Ruckewerk, ne? Haben wir alle die Hände gehoben. Und keiner hat daran gedacht, hier irgendwie einen Schuss abzugeben, ne? Weil sie wussten, dass das zwecklos ist. Und da haben wir geklappert mit den Zähnen. Und raus. Und die haben die Feldküche gestürmt und haben unsere Suppe gegessen. Und wir haben dumm aus der Wäsche geschaut. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Die Ungewissheit der Kriegsgefangenschaft beginnt. Wurden zusammengeführt auf dem großen Hof, dachte ich auch noch. Da standen Frauen mit Waffen, russische Frauen mit Karabinen und alles. Und hatten schon Decken ausgeteilt, da hingelegt. Ich sag zu meinen Kollegen, jetzt schießen sie tot. Und das war nicht der Fall. Und wir mussten nur alles abgeben. Как это может быть не, не звучит парадоксально сейчас? Es mag heute paradox klingen. Sie taten uns manchmal leid, diese armen Soldaten der deutschen Armee. Deutsche Soldaten zogen in Gefangenschaft, eingehüllt in Frauentücher mit Strohschuhen. Und besonders Soldaten mit Erfrierungen boten einen schrecklichen Anblick. Da sind wir, ungefähr so 500, 700 Meter Höhe drüber weggeflogen, haben unten gesehen, das Häuschen, wo die Funkstelle drin war. Nicht? Ihm gerufen, er hätte uns also hören müssen. Ich habe volle Lautstärke gemacht, er hätte uns also hören müssen. Nicht mehr geantwortet. Und dann habe ich noch im Klartext durchgegeben, auf Wiedersehen, alles Gute. Das war mir im Klartext. Und dann sind wir nach Hause geflogen. Sind wir gar nicht mehr runter. Es war ein erbärmliches Bild, diese Verlorenen. Das waren nicht mehr die Soldaten, die vorwärts marschierten. Gegen jene musste man kämpfen. Die aber... Eine Höhe, die Höhe ist mir nicht mehr bekannt, da führten sie uns rauf. Und ich war ziemlich vorne. Und da oben stand eine russische Artillerieeinheit, die war noch am Schießen. Und da haben sie uns darauf geführt und ich habe mich so umgeschaut und habe diesen langen schwarzen, die lange schwarze Schlange gesehen, in den Weißen. War alles weiß. Ich denke, mein Gott, nicht.
Ein Jammer, wie sie so gingen. So viele. Und sie zogen endlos. Ohne Ende. Tag und Nacht. Sie gingen und gingen. Ein Eindruck. Schrecklich. Nun, für uns war es nicht schrecklich. Der Sieg war unser. Wir hatten ja gewonnen. Dafür, dass sie herkamen, bekamen sie das, was sie verdienten. Man erzählte, dass Chruschtschow, er war damals Mitglied des Militärrates bei der Armee Jermenkos, also entlang der Frontlinie wurden Feldküchen aufgebaut. Mit Kascha und Konservenfleisch. Und sie wurden daraus verpflegt. Sie mussten das Essen in ihre Mäntel aufnehmen und aßen gierig. Ja, an der Front. Dort wurden sie ernährt. Und was ich den Russen auch schwer ankreide, dass die Offiziere besser behandelt wurden wie wir. Wie die Offiziere merkten, dann passierte nichts. Die kamen ins Extralager, ins Offizierslager. Das war für uns ein Schlag. Uns haben sie da rein manövriert. Und nachher dann haben sie die beste Unterkünfte gehabt und die beste Verpflegung in Gefangenschaft. Nach der deutschen Kapitulation rückt die Rote Armee wieder in die zerstörte Stadt ein. Tschuikows 62. Armee, die Stalingrad 3 Monate gegen die Deutschen gehalten hatte und damit die Einkesselung erst ermöglichte, marschiert jetzt nach Westen. 2 Jahre später wird sie in Berlin sein. Doch viele Jahre werden vergehen, ehe hier in der Trümmerstadt wieder normales Leben möglich ist. Als unsere Soldaten sagten, der Kampf ist beendet, ihr könnt herauskommen, kroch ich aus dem Erdbunker. Und meine ersten Worte waren gerichtet an meine Großmutter: Babuschka, geh ich morgen wieder in den Kindergarten?